Besetzung im Feld. 17 Nationen sind also vertreten. Und wir haben den Amerikaner gesehen, der einen Kasamatsu zeigte mit zusätzlicher Längenachsendrehung, mit halber und einem Ausgangswert von 9,8. Krasimir Dunev, Bulgarien, 14. nach der Pflicht und Kür im Mannschaftswettbewerb. Tkatschow gebückt, gegrätscht und nochmal gegrätscht. Drei Elemente und dann noch eine Längenachsendrehung. Doppelt, doppelt und nochmal ein Gingersalto. Und dieser Verdichtung habe ich Flugelemente noch nicht gesehen. Das waren ja 6 in Folge. Oha. Krasimir Dunev. Mein Gott, das war ja atemberaubend. Direkt verbunden, wenn man diese Drehungen, diese gesprungenen Riesenfelgendrehungen, die ja von einem Potsdamer mal erfunden wurden, von Ralf Quast, wenn man die als Flugelemente rechnet, sind das 6. Das war also Nummer 1. Tkatschow jetzt gegrätscht, Nummer 2. Nummer 3. Und immer bleibt er im Schwung, fast waagerecht zu. Hier gesprungen, naja, Flugelement oder nicht, wie auch immer. Das war 4 und 5. Und jetzt der Gingersalto. Und immer im Schwung geblieben. Das ist schon enorm. Verdichtung von Schwierigkeitselementen, sagen die Fachleute. Natürlich geht die Übung ab 10-0. Und hinten, der Abgang war ein super Element. Doppelsalto mit Doppeldrehung um die Längenachse. Ja, Krasimir Dunev mit WM-Erfahrung seit Birmingham dabei. Mit dem Team schon im Vorjahr in Dortmund Platz 8. Einen ziemlichen Aderlass musste ja das bulgarische Turnen mal ertragen. 91 als 4-5 Turner nach Indianapolis, nach den Weltmeisterschaften in den USA blieben. Aber sie haben junge Leute nachgeschickt, die schon wieder in der ersten Reihe stehen.